Weltweit leiden mehr als 415 Millionen Menschen unter Diabetes mellitus. Die Kontrolle der Erkrankung ist wichtig, um Spätschäden und Folgeerkrankungen zu verhindern. Im Krankenhaus werden aus Angst vor Unterzuckerung häufig hohe Blutzuckerwerte in Kauf genommen. Das bedeutet, dass Diabetespatienten im Krankenhaus vielfach schlecht eingestellt sind, was Folgen haben kann. Durch die schlechte Blutzuckereinstellung im Krankenhaus, also mit hyperglykämischen Werten, kann es dazu kommen, dass sich der stationäre Aufenthalt der Patienten verlängert und dass die Patienten auch Wundheilungsstörungen oder andere Komplikationen während des Krankenhausaufenthaltes erleben. In allen Abteilungen eines Krankenhauses sind, unabhängig von ihrer Grunderkrankung, Patienten mit Diabetes zu behandeln. Meistens befindet sich jedoch kein Diabetesexperte im ärztlichen oder pflegerischen Team. Das macht es schwierig, eine Insulintherapie gut zu steuern. Überhaupt fehlt es an Kapazitäten, da mit dem neuen Arbeitszeitgesetz der Ärztemangel weit verbreitet ist. Ein Problem. Denn häufig werden Patienten erst im Krankenhaus mit ihrer Diabetesdiagnose konfrontiert und auch erst im Rahmen des stationären Aufenthaltes beginnt die Einleitung einer Therapie. Oftmals ist auch eine Insulintherapie dann während des Krankenhausaufenthaltes notwendig. Glucotab, ein System zur Insulindosierung im Krankenhaus, soll Abhilfe schaffen. In Zusammenarbeit mit der Joanneum Research Forschungsgesellschaft und der Medizinischen Universität Graz wurde ein Kontrollinstrument entwickelt, mit dem die Insulindosis aktuell alle 24 Stunden durch das ärztliche Personal angepasst werden kann. Für die Pflege wird bei jeder Insulingabe, abhängig von aktuellen Parametern, die zu verabreichende Insulindosis berechnet. Die Insulindosierung erfolgt automatisiert durch das Glucotab-System, was ein Entscheidungsunterstützungssystem ist. Man kann dort die Insulintherapie dokumentieren, die Blutzuckerwerte dokumentieren und auch die Therapieverläufe über die Zeit erkennen. Das Glucotab-System hat seit 2013 die CE-Kennzeichnung und wird in der Routine angewandt, beispielsweise auf 4 Stationen im Krankenhaus der Universität Graz. Mit dem Glucotab-System kann man eine gute Blutzuckereinstellung erzielen und so gesehen glaube ich, dass jeder Experte oder auch Allgemeinmediziner, der sich mit dem Diabetes befassen möchte, ein gutes Tool in den Händen haben kann, mit dem man den Diabetes leichter managen kann. Auf der Medica Education Conference wird das Glucotab-System vorgestellt und die Diskussion mit Fachexperten und Vertretern kooperativer Krankenhäuser gesucht. Die Medica Education Conference findet vom 14. bis 17. November in Düsseldorf zeitgleich mit der Medica statt.